So, wie gesagt, das Krachen, das kommt daher, dass ich noch ein altes Interface habe, ein viel zu altes Interface, dessen Treiber nicht mehr so ganz wollen. Es ist nicht mehr ganz up-to-date. Ich habe mir neues gekauft, aber es ist bei Thomann leider noch im Rückstand. Das ist problematisch, Corona sei Dank höchstwahrscheinlich. So, wir fangen mal von vorne an. Also, was habe ich getan? Ich habe hier für diesen Einstiegspart, ich wollte was Ruhiges, ich wollte einen ganz entspannten, chilligen, ruhigen Einstieg haben und dann ist dieser Part entstanden. Jetzt hört man das sowohl über mein Mikro als auch, weißt du was, komm. Dieser Part ist eigentlich relativ chillig, ne? Es gibt eigentlich im Prinzip ein Klavier, Streicher, die nichts anderes machen, als einfach nur so einen Ton zu halten, so eine leere Quinte zu halten. Mit ein bisschen Lautstärke-Automation dabei, dass sie halt ein bisschen lauter, leiser wird, ein bisschen Spannung aufbauen. Und dann hier kommen ein paar Akkorde dazu, die sie dann spielen. Und das koppelt sich, dann gibt es noch tiefe Streicher. Dann gibt es so offene Quinte. Dann gibt es, das mit dem Piano zusammen koppelt sich halt super schön, ne? Genau, dann habe ich für die Atmosphäre, weil ich mal so ein bisschen das Gefühl hatte, das Ding, das ist so, das fühlt sich so irgendwie so nach, ich sitze im Herbst auf der Terrasse und der Wind fegt durch die Bäume, zerzaust das Haar oder das nicht vorhandene Haar, egal wie und wem das irgendwas zerzaust das einem auf jeden Fall, das Wind. Und wenn man dann da sitzt, kriegt man ein bisschen diese Vibes vom Wind, deswegen habe ich einen Wind in den Bäumen eingefügt. Einfach nur, das klingt ein bisschen wie White Noise, wie ein Rauschen. Aber es ist im Prinzip, ist es ein Sample von Wind in den Bäumen. Habe ich aus einem YouTube-Video geklaut. So 10 Stunden Wind in Bäume, habe ich einfach ein bisschen aufgenommen, Part. Ich hätte auch selber rausgehen können, ganz ehrlich, da kann mir keiner copyrighten irgendwas. Wind in Bäumen klingt jetzt nicht, da kannst du nicht copyrighten. Da kannst du nicht hingehen und sagen, oh, das habe aber ich aufgenommen, mein Freund. Das kannst du nicht benutzen. Weißt du, dann gehe ich mit dem Mikro selber raus und warte, bis Wind weht und nehme das auf und dann ist gut. Und dann habe ich das im Prinzip, es klingt auch dann exakt gleich. Also, da kann ich auch was nehmen, was schon gibt. Was ich dann noch genommen habe, ist, ich habe Windchimes aufgenommen. So ein bisschen so chinesische Feelings, aber halt nur voll. Und dann noch ein Glockenspiel. Wir haben oben im Flur ein Glockenspiel hängen. Und wenn man das aufnimmt und reversed, also einfach quasi das Signal nimmt, ich kann mal gerade ganz kurz gucken, ob ich das Originalsignal irgendwo finde. Wie heißt das? Windchime 0101. Ich will mal gerade ganz kurz gucken, ob ich das im Pool irgendwo finde. Audio. Wo kann ich das? Ich bin da so selten. Ach, suchen, da. Ist das lame, ey. Da. So, ich spiele das mal ganz kurz ab. Ja. Klingt hammergeil. Auf jeden Fall. Also, ich bin unfassbar begeistert, wie gut das klingt. Ich ziehe das mal ganz kurz einfach hier rein. Komm, fuck it. So. Er klingt ja noch besser. Egal, komm, scheiß drauf. Ihr wisst ja, wie ein Windspiel klingt, ne? Und Windspiel einfach nur rückwärts und mit wahnsinnig viel Hall und Effekten drauf und sowas klingt dann so. Und auch so ein bisschen gepitcht, dass es in die Tonlage passt, ne? Hast du einfach so einen schwebenden. Das zusammen mit dem Wind und diesen Forwards-Chimes, also den vorwärtsgehenden. Hast du so einen ganz schnarrenden, schwebenden Windchimes-Sound. Fand ich saugeil. Und das zusammengezogen mit den String-Layers, die ganze Zeit nur nichts anderes machen als schwebend diesen einen Ton zu ziehen. Ist schon super magisch. Fand ich super magisch, fand ich super schön. Einfach sehr entspannend. Hat einfach eine super entspannte Atmosphäre. Und das Klavier dann noch drüber. Das war's schon. Damit ist dieser Part aufgesetzt. So. Das war's schon. Kommen wir zum nächsten Part. Ich habe hier noch ein bisschen mit einem, bei dem Bass noch ein bisschen mit dem, ah, das habe ich noch vergessen gerade eben, genau. Ich habe bei den Subs noch ein bisschen, bei dem Bass noch ein bisschen nachgeholfen mit einem reinen Sine-Sub. Mit einem reinen Sinus-Sub. Hier.
Ah, oh, nee, das ist nicht mal ein Sinus-Sub, ist sogar ein Triangle-Wave-Sub, der ist ja auch egal. Hallo Larissa, guten Abend. Und Spaxel direkt, jetzt kommen sie alle angekrochen, nachdem ich den schönsten Part erklärt habe. Kommen sie alle angekrochen hier, ja? Ja, mein Gott, hätte er doch mal früher kommen können, wa? Nein, freut mich, dass ihr da seid. Den Part habe ich gehört. Geil, dann freut mich ja noch mehr. Nee, schön. So, kommen wir zum nächsten Part. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Referenz erkannt haben. Das ist ein Enya-Part. Ich weiß nicht, oder Inya. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie viele von euch die kennen, die Frau. Die macht ziemlich geile Mucke. Man hört's, ne? So ganz grob. Man hört es. So, und an diesen Part habe ich mich... Kenne ich. Ah, noch besser. Wenn du's kennst, dann ist super. Ich hoffe, die anderen kennen es auch. Ich habe es jetzt auf jeden Fall kurz angespielt. Ich möchte es auch nicht länger anspielen, weil, ne, wie gesagt, GEMA Copyright. Genau, aber an diesen Part habe ich mich orientiert und vielleicht hört man das, wenn ich es abspiele. Wenig Stress mit meiner Oma. Oh, unschön. Ich hoffe, es ist alles gut. So. Ja? Man hört schon, woran es sich anlehnt. Ich hoffe, mit deiner Oma ist alles wieder okay. Ich will jetzt gar nicht nachfragen, was passiert ist, weil es geht mich nichts an. Aber ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Nicht wirklich, ja, dann ist gut. Also, ich hoffe, ich verstehe das. Nicht gesundheitlich. Ah, okay, dann ist gut. Sweet Dreams. Oh, ja, stimmt, ein bisschen. Ja, gut, okay, aber es ist ähnliche Zeit. Die Synthis sind ähnlich. Ich habe das auch mit einem Alt-Synthi gemacht. Also hier mit so einem... Ich habe das mit einem... Wo habe ich ihn? Ah, ich habe schon wieder gelöscht. Ah, nee, habe ich nicht. Hier, da. Da. Das Ding. Ein OBXD-Synth habe ich das gemacht. Oh Gott. Entschuldigung. Ja. Ja, stimmt, hast recht. Ja, ein bisschen könnte man das erzählen. Ja. Nee, aber das war tatsächlich nicht die Inspiration. Es ist Enya hat einen ähnlichen Sound verwendet und den wollte ich hier auch haben. Den habe ich gesampelt, nachgebaut und so ein bisschen da eingebaut, damit dieser Bass-Feeling da ist. Natürlich noch ein Sub drunter. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied jetzt hört im Stream, aber auf jeden Fall ist das so, ne, im Prinzip das Einzige, was der Sub macht, ist noch ein bisschen drunter, wo man... Wenn jemand jetzt gerade über Handy oder schlechte Boxen hört, dann hört ihr das gar nicht. Aber das ist so ein tiefes Brrr, so ein tiefes Wummern einfach nur, was da so ein bisschen dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tiefe verleiht, ne? So ein bisschen mehr bummert einfach. Okay, was dann kommt, ist diese Stimmen. Die sind so ein Layer, der die ganze Zeit, man sieht es schon, der läuft die ganze Zeit durch. Ich habe das viermal aufgenommen und habe das einfach dann noch aneinander gereiht. Hoppala, spielen wollte ich. Das bin einfach nur ich, der macht und mehr nicht. Und das einfach in die Länge gezogen, wie blöde. Und das einfach gibt so ein bisschen so dem Ganzen so einen leichten... Ne, so diesen leichten Schwebetouch, den ich bei Enya auch total geil finde. Ne, so diesen schwebenden Sound. So, dann gibt es die typischen Enya-höhenlastigen, weil bei Enya ist ja alles unfassbar hallig. Also Enya halt wie blöde. Und es ist alles sehr höhenlastig. Da hörst du sehr viel Hauch, sehr viel Hä? Du hörst sehr viel Höhe bei ihr. Das ist auch ein Mix-Ding. Also der wurde im Equalizer, ne, in diesem, ich mach mal gerade ganz kurz auf, in diesem Ding hier, hier habe ich es jetzt nicht gemacht, aber in anderen Stimmen habe ich es gemacht, hier quasi die Höhen. Je höher es geht, desto stärker ist es. Habe ich das nicht sogar hier irgendwo? Ja, da, guck mal, da geht es in den Höhen rauf und ich habe noch einen zweiten Equalizer drüber. Und da geht es noch mehr rauf. Also ich habe ein bisschen Höhen reingezogen und hier wieder runter. Frag mich bitte nicht, warum ich das mache. Ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt. Und die singen halt so einen schönen kleinen Chor. Jede Stimme im Übrigen viermal. Warum machst du das? Was meinst du, warum mache ich das? Meinst du Musik, weil es mir Spaß macht? Oder was meinst du, warum mache ich was? War das jetzt verzögert oder ist das eine Frage, die ich jetzt einfach nur gerade nicht in den Kontext ziehen kann? Ich verstehe die Frage nicht ganz. Also wenn du mir sie spezifizierst, dann beantworte ich sie dir gerne. Ich weiß gerade nicht genau, worauf du dich beziehst. Ich erkläre... Ach, warte mal. Das sind die Höhe und... Ach so. In die Höhe und Tiefe ziehen. Nee, ich habe nichts in die Höhe gezogen. Im Equalizer... Ich kann das gerade mal über meine Loopstation, falls du nicht, ich erkläre jetzt einfach, falls ich dich falsch verstanden habe, dann unterbrich mich. Aber ein Equalizer ist ja im Prinzip dazu da, verschiedene Frequenzen anzuheben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem Mikrofon hier einen Equalizer anschalte und die Tiefen verstärke, ihr hört schon, was passiert. Ja, also es ist eklig. Es ist, oh, hoppala, was ist denn jetzt los?
Das klingt jetzt ja total komisch. Warte mal ganz kurz. Warum klingt das so schräg? Ist egal. Okay, na, jetzt klingt es wieder besser. Entschuldigung, ich war gerade sehr laut. Es tut mir leid. War nicht der Plan. Genau, also wenn ich die Tiefen reindrehe, hört ihr schon, dass es sehr dumpf wird. Ne? Gegenzug dazu, wenn ich die ganzen Höhen reindrehe, dann klingt es so. Und Enya, der Sound von Enya, so wie er abgemischt ist und wurde früher, ist eher so, dass du sehr viel, jetzt nicht so, wie die Loopstation es macht. Entschuldigung, ich mache mich wieder leiser, jetzt ist es wieder ein bisschen angenehmer. Aber, also nicht wie die Loopstation es macht, aber so generell so diese ganzen Hauchlaute sind sehr, sehr präsent bei Enya. Und die wollte ich auch rausbringen. Ich wollte halt diesen Sound imitieren, in diesen Sound ein bisschen gehen. Und Enya haucht sehr stark. Und wenn man sich Enya mal anhört, da ist immer sehr viel immer so alles sehr, sehr, sehr hauchig. Und deswegen verziehe ich einfach stark die ganzen großen Höhen, damit eben dieser, ich bin halt keine Frauenstimme. Hätte ich eine Frauenstimme oder hätte ich das von einer Frau einsingen lassen, hätte ich noch eher an den Enya-Sound rankommen können. Von einer Altistin, wohl bemerkt. Aber in der Form habe ich es halt auch gemacht, ne? Und ich habe jede Stimme viermal eingesungen. Kann man ganz gut sehen. Ich habe hier diese vier Spuren hier. Alles die, hoppala, das sind fünf, das sind vier Spuren, nur dieselbe Melodie. Und dasselbe auch mit diesen vier Spuren. Ne, das sind, hä? Diese vier und diese vier. Ja, das ist dreistimmig. Und letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass halt so ein vierstimmiger Chor arbeitet. Genau. Und dann kommen irgendwann diese tiefen, repeated, Stings hier rein. Diese Carnival, So. Das ist in Quinten auch. Das ist in Quinten, das heißt also, es gibt zwei verschiedene Töne, die das singen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie viele ich von was gemacht habe. Ich glaube, ich habe 8 Tiefe gemacht. Carnival. Genau. Carnival. Und auch wieder wirklich, meine Stimme macht das gerade nicht mit, aber so möglichst hauchig. Carnival. Ne? So wirklich, möglichst tief. Carnival. Und dann habe ich noch einen Ton höher, also eine Quinte höher eingesungen. Carnival. Und die beiden zusammen ergeben sich sehr schön zu dieser sonoren. Carnival. Genau, so, bam. Carnival. Und das kommt dann später in, um die Melodie ein bisschen zu unterbrechen, zu unterstützen, die Melodie, die Harmonien. Carnival. 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 So, ja, mehr ist es nicht. Und darüber reiht sich die. Okay, zugegebenermaßen, ich singe nicht wie Enya, ich kann nicht wie Enya singen. Enya ist nicht imitierbar, meiner Meinung nach. Das ist so eine der Sängerinnen, genauso wie Freddie Mercury, die du nicht imitieren kannst. Aber ich habe so versucht, trotzdem ein bisschen I'm dancing with a clown in the center of the so ein bisschen who can say where the wo Enya macht auch immer diesen dieses skandinavische halt, ne? Und das habe ich versucht, so ein bisschen I'm dancing with a clown so ein bisschen subtil, ein bisschen fließend in the center of the town let go of every frown. Genau, und das doppelt sich halt mit dem Carnival da unten. Herr der Ringe, ja, sehr schön. Aber also, Hauptsache, du kennst Enya, weil ich finde, Enya ist eine, man muss ihre Musik nicht zwingend mögen oder gerne hören, aber generell, ich sehe das bei manchen Sachen so, man muss es nicht unbedingt mögen oder gerne hören, aber man muss es einfach kennen, weil es ein Stück halt auch Musikgeschichte geschrieben hat oder Kulturgeschichte geschrieben hat. Tana, wenn du sie nicht kennst, hör dir ein paar Sachen von Enya an. Du musst es nicht mögen, ne? Du musst es nicht mögen. Es geht mir immer nicht darum, wenn ich sage, hör dir das an, du musst das geil finden, sondern einfach, damit du ein bisschen deinen Horizont erweiterst, wenn dich das interessiert. Ich habe mir auch Sachen angehört wie Alexander Markus, Helene Fischer, Florian Silbereisen oder hier solche Geschichten habe ich mir auch angehört. Ich mag diese Musik nicht, persönlich für mich. Ich heiße und sage nicht, dass das keine Musik ist oder keine Daseinsberechtigung hat. Ich bin kein Mensch, der rantet gegen irgendwelche Genres. Aber jeder hat halt seine persönlichen Präferenzen. Aber ich finde, es erweitert einfach einen Horizont, um zu gucken, was machen andere, wie machen die das, wie klingt das überhaupt, wovon reden die anderen oder was mag ich da eigentlich nicht. Aber das ist bei mir natürlich auch nochmal ein bisschen so ein Ding. Ich analysiere halt gerne und ich höre dann irgendwie eine Musik und denke mir, wenn ich das nicht mag, warum mag ich das nicht? Woran liegt es, dass ich da nicht so auf den grünen Zweig komme mit dem Zeug? Helene Fischer habe ich so viel gehört, dass ich schon beim Hören das Kotzen bekomme. Oh Gott im Himmel.
Ach, beim Hören des Namens sogar schon. Eieieiei, das tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du kotzt. Ich mach mal weiter. Sonst drehen wir uns, sonst wären wir nie fertig hier. Das Projekt ist recht lang. Wir sind ja noch am Anfang. Wobei, wir sind tatsächlich zeitlich schon fast bei der Hälfte. Na, noch nicht ganz, aber der Part ist ja auch recht lang hier. Genau, und um das abzuschließen, kommt da noch hier oben so ein bisschen in den Smooth Singer Kanal. Kommen auch wieder so dreistimmige Voicings rein. Ich spiele sie mal kurz an. Auch wieder jede Stimme viermal. Ich mach's mal gerade einfach, das zu hören. Ich mach mal gerade den Hall weg, ja. Dann habe ich auch wieder dieses, ne, dieses Enya-typische lauter leiser werden. Ne? Was sie sehr gerne hat in ihren Songs. Sieht man auch an der Wellenform tatsächlich, dass es immer so ein bisschen hoch geht und dann wieder leiser wird. Speziell so eingesungen und dann halt mit super viel Hall versehen und ich hatte sogar ursprünglich zweimal Hall drauf, wie man hier sieht. Einmal den, aber war mir dann doch ein bisschen zu viel. Also ein Hall reicht dann auch mal, ja. Und wenn du das mit diesem, wenn du jetzt mal nur alle Vokallayer übereinander legst, also quasi das tiefe Carnival, das Melodie-Solo, kannst du das auch schon ohne den Bass als A Cappella-Song verkaufen, theoretisch. Genau, das ist der Enya-Part. In a nutshell. Im Prinzip war es das schon. Mehr ist da nicht dabei. Das war Enya. Jetzt kommen wir zu Bollywood. Und Bollywood hat sehr Spaß gemacht, weil Bollywood, das haben wir abends konzipiert in einer Drinking-Session, muss ich sagen. Ich war auch da nicht alleine bei dem Part. Ich habe ihn zwar vorkonzipiert, aber zumindest bei den Vocals und bei den Ideen, was so quasi da die Vocals machen, war ich definitiv nicht alleine. Da waren wir zu zweit und wir hatten ein bisschen was Intus und wir hatten sehr viel Spaß dabei. Also ich hatte dieses, was ich vorgebaut hatte, war dieses Instrumental, dieses leichte Instrumental, ne? Das hatte ich vorgebaut. Das ist alles aus der East-West Library. Das ist ganz cool. Das ist eine Library, mit der kannst du halt hier, da ist sie, das ist East-West Ra. Da hast du halt relativ viele Instrumente, die eben so aus dem fernöstlichen, vielleicht auch afrikanischen, asiatischen und sowas kommen. Das krachelt gerade sehr. Ich hoffe, es fängt jetzt nicht schon wieder an zu krachen, wie blöde. Doch, es fängt an zu krachen. Warum fängt es an zu krachen? Leck mich doch am Sack. Das ist doch kacke. Warum kracht es jetzt schon wieder? Dieses kackalte Interface. Ein wenig heißt ein bisschen, nicht zu viel. Wäre ja auch schlimm. Oh, warum habe ich das jetzt gespeichert? Ich bin dumm. Aus Reflex einfach. Und für sowas ist ein Interface da. Soundkarte brauche ich auch demnächst, will mir 250 Ohm-Kopfhörer kaufen. Da brauchst du tatsächlich Soundkarten oder Interfaces. Ja, genau. Interfaces providen zum Beispiel auch dieses Mikrofon hier. Läuft jetzt allerdings nicht über ein Interface, das ist an der Loopstation angeschlossen. Aber solche Mikrofone oder auch Kleinmembranmikrofone, ich habe ein paar, oder auch das Mikrofon hier, dieses Ding, ist auch angeschlossen gerade, aber hat keinen Saft. Weil, Stichwort, die brauchen nämlich Strom, die Dinger. Die laufen nicht einfach von selber, die brauchen Strom. Und das sind, in der Regel sind das 48 Volt, es gibt auch welche mit 24, es gibt welche mit 21, habe ich gesehen, es gibt welche mit 18, es gibt welche mit 56, mit 54, es gibt alle möglichen Voltages. Und dafür brauchst du einen Wandler. Und 48 ist der Standardfall, nennt sich Phantomspeisung, kommt über das Kabel. Und das heißt also, auf die Audiokanäle wird eine Spannung gelegt und damit hast du quasi eine andere Grundspannung, mit der du arbeitest. Und die Mikrofone können empfindlicher arbeiten. Weil du halt nicht einfach dynamisch quasi, das Mikrofon muss nicht selber die Spannung erzeugen, sondern es hat eine Grundspannung und kann dann von dieser Spannung her viel feiner Signale übermitteln. Das ist der Grund, warum man das macht. Und Interfaces vermitteln, übermitteln so eine Spannung. Es gibt natürlich da auch andere Methoden. Es gibt auch Mikrofone, die brauchen Netzteil, Röhrenmikros meistens. Oder es gibt Mikrofone, die eben dynamisch sind. Zum Beispiel, ach, hier liegt so viel Scheiß auf dem Schreibtisch. Sowas hier zum Beispiel. Das ist ein dynamisches Mikrofon, das braucht keinen Strom. Das steckst du an und es geht, egal woran. Aber auch da wieder Interface wegen XLR-Stecker. Das sind diese dreipoligen, dicken.
Die sind Standard, weil sie symmetrisch sind und noch eine Erdung haben. Und einfach noch eine Verankerung und einfach bessere Pins haben als diese Klinkenscheiße. Wobei Klinke noch gerne benutzt wird für Instrumentkanäle und Boxen zum Beispiel. Also im Studio, Studioboxen. Selten über XLR. Sehe ich selten. Also fast nie eigentlich. Gibt bestimmt Menschen, die das machen, aber also meine laufen über Klinke, beide. Und Klinke kannst du auch länger führen. Ist auch egal. Okay, aber auf jeden Fall, das ist ein Interface. So, back to topic. Klinke ist noch bei Audiofiles beliebt. Ja, aber es kommt drauf an, welche. Also ich meine, Instrumente, das läuft immer noch über Klinke. Wenn du ein E-Piano zum Beispiel, mein E-Piano ist über Klinke angeschlossen. Oder wenn ich einen Bass einspiele oder Gitarre oder sowas. Das ist immer Klinke. Standardmäßig, immer. Und wie gesagt, die Kabel zu den Boxen im Regelfall auch. Symmetrisch Klinke allerdings. Ganz wichtig. Symmetrisch, ne? Du hast zweimal die gleiche Amplitude, nur einmal umgedreht. Und dann kann das am Ende wieder invertiert werden und Störungen werden vermieden. Bei Kopfhörern, ja, bei Kopfhörern, genau, und Kopfhörer, 250 Ohm Kopfhörer, die kriegst du eigentlich nur über ein Interface angesteuert oder halt über eine gute Soundkarte. Okay, komm, labern wir aber nicht lange um den heißen Brei, gehen wir mal ein bisschen in den Part, der spannend wird. Jetzt kommt nämlich der Bollywood-Part, und der Bollywood-Part, der war ganz geil. Also was wir einmal haben, sind natürlich Kutus. Jetzt kracht's ja schon wieder. Leck mich doch am Sack. Egal, dann kracht halt ein bisschen was. Müsst ihr jetzt mitleben. Okay, dann haben wir noch diesen Sound. Eine Tambura. Klingt ein bisschen wie eine Sitar. Aber eine Sitar haben wir natürlich auch noch. Das ist das hier. Wir ignorieren das Krachen jetzt mal, ne? Wir ignorieren das einfach mal. Wenn ich mal ein neues Interface habe, haben wir die Probleme nicht. Wahrscheinlich ist es die Scheiße hier. Was macht der? Was soll das? Ha? Was soll das, Bruder? Was ist dein Problem? Keine Ahnung, egal. So, okay. Und die drei machen... Ah, dieses Krachen geht mir auf den Sack. Was dann da drauf kommt, sind hier unten Taiko-Drums und Tablas. Beziehungsweise hier sind noch keine Taiko-Drums dabei, sind erstmal nur Tablas dabei. Die klingen so. Besteht auch aus zwei Layern. Wir haben einmal hier so ein bisschen so die hohen. So, da kommen dann schon die Taikos dazu. Und dann haben wir nochmal den Layer hier. Der gibt noch ein bisschen so einen tiefen Groove. So, und dann kommen die Taikos, ne? Denkt euch das Krachen weg, bitte. Was auch immer das jetzt war. Es macht nur Probleme, dieses Interface zum Kotzen. Okay, genau. Und auf jeden Fall zusammen... macht es den Groove hier. Okay, komm. Halt mal bitte das Maul, Orchester und Enya. Ich wollen wir nicht haben. You need a better PC. Nein, der PC ist nicht das Problem. Das hat mit dem PC absolut nichts zu tun. Mein PC könnte nicht besser sein, tatsächlich. Das Interface ist das Einzige, was Probleme macht. Das ist nämlich der ASIO-Treiber. Das sind die Audio-Treiber, die da nicht cachen können. Und die Audio-Treiber sind von 2014. Die sind viel zu alt. Für die neuen Plugins, die ich benutze. Leider Gottes. Bis zum gewissen Grad können sie, aber du siehst, wie die Audiobearbeitungstaste nach oben schießt. Es ist nicht mein Rechner. Der ist es nicht. Es ist definitiv das Interface. Ich hatte das Problem schon mal. Deswegen weiß ich das. Aber das Projekt ist halt riesig, deswegen. Also wir hören das jetzt einfach ohne Mastering. Im finalen Song ist es ein bisschen schöner gemastert. Ist ja auch im Endeffekt egal. Dieser Part, auf den ich jetzt hinaus will, ja. Immerhin kracht es jetzt nicht mehr. Hat auch ein bisschen weniger Druck jetzt, aber wir lassen es mal so. Genau, so. Im Prinzip gibt es hier nur ein paar Layer mehr. Dieser ganze andere Kram, den wir vorhin noch hatten, ne, den hier die Koto Tambura Sitar und den Kram, das läuft alles noch weiter durch. Auch die Tablas und die Taiko Drums, das läuft alles weiter durch, ja. Mehr passiert. Was ist das denn immer? Das ist dieser scheiß ASIO-Treiber. So, ne, also das ist so die Basis, auf der wir arbeiten. Und dann haben wir, ein Bass, ein Synth-Bass, der macht das hier. Ne, so ein Synth-Bass, braucht man nicht viel zu sagen. Dann ein Drumset, was so ein bisschen reinballert. Grooved wie Sau. Und noch ein Shaker. Einen kleinen Shaker, den habe ich hier eingespielt. Dieses Schüttelei ist das.
Man erkennt den Sound, charakteristisch für dieses Plastikei. So. Oh yeah, oh yeah. Boah, das groovt, Junge. Ne? Und das zusammen halt mit den Drums und mit dem Bass und den Taiko und den Tablas gibt das halt einen ziemlich geilen Sound, finde ich. Dann noch mit den Kodos. Na, mehr ist es nicht, das war's schon. Und dann Vocals. Und das war lustig, weil wir haben hier eine Spur drin, bei der haben wir einfach mal, ne, ihr seht schon, wie viele Spuren das sind, das ist, ja, ganz richtig, 20 Mal der ganze Scheiß, 20 Mal die gleiche Scheiße, hier steht 22, aber es fängt bei 3 an, deswegen, 20 Mal der gleiche Shit, soll heißen, wir haben uns hier einfach vors Mikro gestellt und einfach mal so sämtliche Brunftschreie dieses Planeten losgelassen. Und dann dasselbe nochmal. Wiederholt sich. Und dazu noch mit schön viel Whisky-Intus diesen Spaß hier eingesungen. Hey, am Seala. Na, du, la, la. Hey, am Seala. Ja. Hey, am Seala. Na, du, la, la. Hey, am Seala. Na, nu, na, na. Das war auch so. Und das zusammen, diese beiden Brunftschreie, also diese Brunftschreie und dieses Hey, ja, sehe ja da. Und die Taiko-Drums finde ich tatsächlich alleine schon sehr geil. So ist es allerdings ein bisschen eher so Ritus, afrikanischer Ritus oder Indianerstamm Style. Mit dem ganzen anderen Shit halt. Hey, I'm a See. Ja, das hat keinen Text, das haben wir uns einfach irgendwie ausgedacht, spontan. Hey, I'm See, da. Na, du, na, na. Ne? Na, nu, na, na. So. Ich find's gelungen. Ja, dankeschön, ich nämlich auch. War sehr lustig, war sehr spaßig. Hat Bock gemacht, das zu machen, genau. Okay, fertig mit dem Part. Und ab jetzt brauchen wir auch aufs Mastering nicht mehr zu verzichten, weil jetzt müsste es eigentlich laufen, auch mit Mastering. Audio lasse ich bei Hälfte, von daher sollte eigentlich laufen. Okay, jetzt kommen wir wir nennen ihn mal vorsichtshalber Dubstep-Part. Es war ein bisschen angelehnt an alte Skrillex-Songs, aber man kann auch andere Songs reinbauen, ne? Das war ja auch ein Part, der letzte Woche schon stand, als ich den Stream gemacht hatte. Der stand auch letzte Woche schon. Aber ich habe ihn nicht wirklich erklärt. Also was hier drin ist, ist ein Arpi, ne? Natürlich. Das klassische Arpeggiator. Der hier schön ein bisschen Druck macht auf der Höhe. Dann große Pads. Einfach Flächen. Die den Hintergrund füllen mit dichtem, flächigen... Ah! Und immer natürlich immer weiter aufgehen, ne? So, das haben wir. Dann gibt es natürlich einen Bass, der einfach nur ein Sub ist. Mehr ist es nicht. Ja, das war's. Und viel mehr ist da nicht drin. An der Stelle gibt es ja noch nicht mal Drums. Das Einzige, was noch gibt, ist Drops and Rises und so ein White Noise, also... Standard-Shit. Irgendwann kommen dann noch Drums dazu, die mittendrin reinspielen, was dann immer sehr lustig ist. Die klassischen Halftime-Drums. Auch dann der typische... Und dann sind wir im Drop-Part. Also mehr ist es schon gar nicht mehr, ne? Dieser Part, das war's schon. Mehr brauchst nicht. Und dann kommen wir in den Drop. Und der ist spannend. Genau, und dann kommen wir in diesen Part. Und im Prinzip, das Drumset macht nichts anderes. Das Drumset macht mit dem Shit weiter, den es vorher gemacht hat.
Ja, ein bisschen Filz rein. So, alle Endtakte kommt nochmal so ein Schnipsel von diesem Pre-Drop rein. Ne, dass das hier so quasi so einfach mal so zwischendrin einge... So, weil, warum nicht, ne? Kann ja auch mal... Kann sich auch mal melden zwischendurch. Das war nicht ganz in Vergessenheit gerät. Und neben diesen zwei Komponenten gibt es eigentlich nur noch den Crawler. Und das war's. Fertig. Also, dann kommt noch das Ding drauf. Und fertig. Ende. Ende im Gelände. Fertig. Das war's schon. So, und dann kommen wir zu diesem Part. Den habe ich ja letztes Mal angefangen zu bauen im Stream. Er kündigt sich an durch ein kleines Drumfill. Ja, und das hat er auch zwischendurch nochmal. Na, gibt's nochmal so ein kleines Drumfill, was ich mir da zusammengesampelt und gebastelt habe. Dann natürlich der obligatorische Crashback und die Drums, also die generellen Drums. Richtig schön auf der Fresse, wa? Dann habe ich hier noch so ein White Noise, auch wieder natürlich, muss ja sein, dieses mit diesem schönen Rhythmus. Weil ohne das ist, wär's kein. Ein Decepticon was eingesungen. Ach so, stimmt. Die Vocals habe ich ja voll vergessen im Step-Part hier. Die Vocals sind natürlich auch relativ überschaubar gehalten. Ich habe einfach nur einmal eingesungen. Hab das ein bisschen elektronisiert, ne? Hier. I'm dancing with the clown in the center of the town. Let go of every frown. Hall drauf wie blöde und dann einfach nur nochmal das ganze Ding eine Oktave höher gepitcht drüber gelegt. I'm dancing with the clown in the center of the town. Und die beiden zusammen geben dann diesen Sound hier. I'm dancing with the clown. In the center of the town. So, fertig. Damit haben wir das, die Vocals auch abgehakt. Muten wir mal den Step-Part und kommen wir mal zurück zu dem Part hier. Genau, also die Drums, ne, sind unfassbar innovativ. Und für die letzte Woche beim Stream dabei waren, die haben ja auch mitbekommen, wie ich diese Synthes gemacht habe. Da haben wir einmal das Ding hier. Yeah! Und dann den Bass. Der Bass darf natürlich nicht fehlen. Kann man noch alles auf einmal hören? Ja, na sicher. Mache ich auch gleich. Aber ich breake das so ein bisschen dann. Und übrigens, für den Part war es das schon. Das klingt dann so. Typischer Sound für dein Genre, ja, für mein Genre total. Es ist absolut meins. Und dann habe ich hier noch was eingeschrien, ne? It's Carnival in Town! Ach, für den Genre. Okay, ich habe deinen gelesen. I'm sorry. Ja, genau, das war der Plan. Genau, und dann gibt es hier diesen Film mit dem Geschrei. Das ist so ein bisschen eine Scooter-Anlehnung, ne? So eine kleine Scooter-Referenz. Genau, und hier kommen noch nur ein paar Layer drüber. Viel ändert sich tatsächlich nicht. Der ganze übliche Shit bleibt eigentlich genau gleich. Also wir haben weiterhin, wenn ich nur mal die wichtigen Spuren anlasse, die da... Machen wir mal das Schreien, machen wir die Fills und machen wir die Drums. Das reicht, also im Prinzip würde es dann so klingen. Kennen wir der gleiche Scheiß nochmal? Der kommt auch nochmal, aber es legen sich halt noch ein paar andere Sachen drüber. Es legt sich einmal so ein Acid-ähnlicher...
Ist nicht ganz Acid, aber es geht so ein bisschen. Guten Morgen. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Und dann natürlich der Arpeggio, ne? Der manuell ist diesmal, nicht automatischer Arpeggio, sondern den ich manuell gemacht habe. Ja, und der, der zusammen mit dem ganzen anderen Synthi-Scheiß, der macht sich persönlich sehr geil, finde ich. Wenn du dann noch das Drumset dazu packst, dann reicht schon, ne? Genau. Und jetzt kommt... Kommt vielleicht der von allen noch am aufwendigsten produzierte Part tatsächlich. Weil dieser Part. Wieso ich sowas mega gerne, wie für jede Spur einzeln. Ja, ist doch geil. Ist doch cool. Aber du siehst, es ist jetzt, es soll gar nicht abwertend sein, ne? Aber es ist halt auch nicht viel Arbeit, sowas zu machen. Also es ist halt recht schnell fertig. Sehr gemütlich zu produzieren, diese Musik. Im Gegensatz zu diesem Part jetzt. Das war so der Sommersonne-Kaktus, wir trinken Tequila an der Strandbar-Song oder Part. Und. Also der war ein bisschen komplexer, den habe ich ja auch letztes Mal im Stream schon angefangen. Ich habe mir es nicht nehmen können, hier einfach als Übergang ein bisschen... Oh baby, this is dedicated to them carnival lovers. Ja, okay, wir reden nicht über meinen wahnsinnig schlecht gefakten jamaikanischen Akzent. Auch natürlich, was nicht fehlen darf, sind die Shouts, ne? Brauchst nur eine gute Melodie, das stimmt. Ah, Autosave. Schön, danke Cubase, dass du mir jetzt so schön meinen Flow unterbrichst. Okay, und natürlich dann zwischendurch auch immer so vokale Einwürfe. Ja, oder halt auch wieder so ein Gelaber hier. Who can contain to this carnival? Hey, hey, hey. Lauter so ein Scheiß, oder auch hier dann wieder. Who everybody go on carnival and you love this song? Sing along with me! Also lauter so ein Shit einfach. Ich habe mich wirklich hier einfach zurückgelehnt. Oh baby, this is dedicated to them carnival lover. Mir war auch scheißegal, ob ich übersteuere, weil ich hau eh noch eine Übersteuerung drüber. War mir fucking egal. Ich habe nicht mal die Sensitivität des Mikros runtergedreht, sodass ich nie übersteuere. War mir egal. Genau. Dann, na, natürlich fangen wir von unten an. Drumset. Relativ basic. Viel Spaß ist da gar nicht bei, ne? Mega der innovative Scheiß, Alter. Und wieder Crash, jawoll. Ja, so. Natürlich darf aber auch kein Shaker fehlen. Wieder dieses Plastikei hier. So, und was darf natürlich bei so einem Sommersonne-Kaktus-Song nicht fehlen? Die Timbales. Macht sich super geil. Als nächstes, natürlich, auf der Agenda, ich habe das halt null geordnet, dieses Ding. Es ist null sortiert. Normalerweise bin ich so ein Sortierungsfetischist bei meinen Projekten, aber irgendwie hier so gar nicht. Ich weiß nicht warum. Hier, E-Bass Digi. Digi steht übrigens nicht für eine Aussage, für eine Versüßung von Digger, sondern für digital. Ich habe nämlich keinen Bock gehabt, den einzuspielen. Ja, das fetzt schon richtig, Alter. So, und dann, wenn du das mit dem Drumset zusammenspielst, landest du letzten Endes bei was so klingt. Boah, groovt schon richtig. Groovt schon richtig. Und dann natürlich noch Keys dazu, ne? Hier schön die... Man kennt es aus dem Genre. Und natürlich noch die Orgel, die übliche... Gepaart mit einer gehaltenen Orgel. Jo, das Ganze zusammen klingt dann so ungefähr. Sekunde, jetzt muss ich das mal alles wieder auswählen, weil ich schlau bin. Der Bass noch. So, okay. Und jetzt, so. Ich mach noch mal, ich nehme noch mal die Hits da vorne mit, damit man so den ganzen Flair hat.
reicht ja eigentlich schon, ne? Mehr braucht man nicht, um. Das hatte ich auch, mehr hatte ich auch letzte Woche nicht tatsächlich. Beziehungsweise ich hatte sogar noch weniger, weil diese Hits hatte ich noch nicht letzte Woche. Die habe ich erst dann im Offscreen eingefügt. Dann habe ich mir gedacht, ah, weißt du was, komm, wir machen mal so ein bisschen den DJ at One und fügen nochmal Akkordeon ein bisschen. Man darf es nicht verkennen. Und dann eine Brass-Section. Bläser. Ohne Bläser geht gar nichts. Alles digital. Und konnte mir nicht nehmen, damit es ein bisschen organischer klingt, habe ich noch eine Posaune dazu eingespielt. Eingespielt physisch, damit es einfach in der Tiefe ein bisschen satter klingt. Damit es ein bisschen realistischer klingt. Ich bin jetzt nicht der beste Posaunist. Ja. Und von den Instrumentals war es das eigentlich so weit. Ich glaube, da kommt nichts mehr dazu. Nee, das war's tatsächlich. Und das klingt dann im Endeffekt... Alles, hoppala, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt komplett am Anfang. Da wollte ich nicht hin, ich wollte eigentlich da hinten bleiben, dankeschön. Und das klingt dann im Endeffekt alles, nur das Instrumental, alles zusammen so. Und die Schreie. So, da ist es. Ist schon die ganze Magic dahinter. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Vocals. Und die Vocals, die habe ich ja letztes Mal schon eingesungen. Ich habe sie nur noch ein bisschen processed. Im Prinzip ist es einfach nur noch eine I'm dancing with the clowns sehr digitalisiert. On your way to town. Sehr digitalisiert, aber sehr, sehr, sehr technisiert, sehr stark autotuned. Und dann halt noch die Harmony Voicings. Der Background Chor und die beiden zusammen halt dann, ne? I'm dancing with the clown in the center of the town. Let go of every frown. It's Carnival in town. So, und das alles zusammen macht sich dann sehr schön bei dem Part hier. Melodica-Solo, ja, ja, da habe ich noch eine Melodie, die liegt sogar da noch rum, warte mal. Die habe ich hier ja sogar noch liegen, die Melodica. Ah ja, ich habe ja kein Akkordeon, ne, und ich wollte aber unbedingt diesen Sound drin haben und habe dann irgendwie eine Melodica so ge, ne. Geiles Ding, kann ich nur empfehlen, wer Bock hat, ein bisschen billiges Instrument zu spielen, die kosten auch nicht viel, die Dinger. Also das Ding hat irgendwie knappe 50 Euro gekostet, also wirklich nicht teuer. Oh, war das eklig. Ja, genau, das noch eingespielt an dieser einen Stelle, damit da so ein bisschen wenigstens Feeling reinkommt, ne, hier hinten. Und Songende.